die Worte des Menschen oder des Mannes mit zwei Zungen. Was ist damit gemeint, zwei Gesichter zu haben? Das heißt zum Beispiel, dass es zwei zerstrittene, verfeindete Partien gibt. Und wenn er zur Gruppe 1 geht, spricht er ihr Lob aus und spricht schlecht über die zweite Gruppe und tut so, als wäre er mit der ersten. Wenn er zur zweiten Gruppe geht, macht er das Gleiche mit ihnen. Das nennt man jemand mit zwei Gesichtern oder zwei Zungen. Das ist auch ein Defizit der Zunge. Und im Hadith, der bei Bukhari Muslim überliefert wird, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna sharran nas, die übelste Sorte der Menschen, die übelsten Menschen, Dhul wajhain alladhi ya'ti ha'ula, das ist der Dhul wajhain. Hier in dem Hadith benutzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Wort wajh anstelle des Wortes Lisan, Zunge, der mit zwei Gesichtern, also wie in der deutschen Sprache. Der mit zwei Gesichtern, der zu denen mit einem Gesicht kommt und zu denen mit einem Gesicht.